Yes, Jess. Keine Manieren. Thank you.
die Römer, das Kalifat, die Mongolen, die Babylonier. Wir sind alle vergangen. Das hat uns das gelehrt. Imperien zerfallen immer. Das ist unsere letzte Wahl. Du hast ein echt großes Herz. Kannst kaum fassen, dass diese Wichse dort Gefangene gehalten haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Du kannst auf jeden Fall auf dich selbst aufpassen. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dan. Ganz schlechte Idee, Mäuschen. Ich brauche deine Hilfe. Ist wichtig. Also gut. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst... Ich brauche deine Hilfe. Ist wichtig. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache.
Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Eine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Sie zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, wenn es keiner glauben wollte. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der, der die Reinigung leitet. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Okay, wir haben es fast geschafft. Irgendwo sehen, aber dafür ein paar Eingesperrte. Er behandelt Menschen wie Tiere, eingepfercht in Käfigen. Diese Leute hatten ja kaum lohnenswerte Beute. Wir sollten sicher gehen, dass sie keine Schmuggelware versteckt haben. Das ist mein Ding! So mit dem Schleichen, was? Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Hilf uns bitte von hier wegzukommen. Ich schulde dir was. Zeig doch immer. Noch mehr von uns. Der Koch, er hat die anderen auf den Berg gebracht. Der Koch. Er hat die anderen auf den Berg gebracht. Hast du dich etwa verlaufen? Hey, die Geiseln! Hol sie aus dem Käfig raus! Hilfe ist unterwegs, stimmt. Ich glaube nicht, dass du hierher gehörst. Da John weg ist, hat es Jacob nun schwerer, seine Armee aufzubauen. Doch er hat bereits starke Truppen, die einsatsbereit sind. Hey! Wir finden einen Weg, sie büßen zu lassen.
Jacob hat überall Jäger, die nach Leuten für seinen verdammten Stuhl suchen. Wenn ich mir die Schulter ausrenke, komme ich sicher hier raus. Sie lassen mich sicher bald frei. Schnell! Doch, vielen Dank. Okay, legen wir los. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihm nichts. Nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pässe trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Ich habe was gehört. Bei der Grube. Er wird sie verbrennen. Er wird sie alle verbrennen. Hol mich hier raus! Das glaubt mir keiner. Danke. Oh Gott. Der Koch hat bitte. Die danke. Tja, das versuchen die nicht. Wer ist da? Ich hab's geschafft.
haben sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stöckchen hinhielt. Keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brutzelndem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden, wie eine Katze in der Nacht. Naja. Deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Sehen wir uns das mal an. Weniger. Hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht, was... Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn... Also, wenn du jemanden brauchst... Ich aufpasst. Sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Scheiße! Hey, Deputy, meine Nichte ist nicht die freundlichste.
Wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die Richtige für dich. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Die Peggys wollen das ganze Bild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. Da draußen ist jemand, der vorgibt, eine Soldatin zu sein. Sie tötet unsere Brüder und Schwestern und bringt dieses Projekt in Gefahr. Dieser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwo hinflüchten. Jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Joseph Seed wird uns diese Stärke schenken. Er wird uns die Mittel an die Hand geben.
Er ist besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Grüß Sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Sie lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, wer ist das? Yep. Was verdammt macht die bitte hier? Jacob hat sie genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Heldin. Die Whitetails retten dich. Bringen wir sie zu Wolfstern? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon.
Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Sie sterben lassen. Tammy. Sie war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihr nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen sie. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Tag, Ma'am. Hey, Mädchen. Oh, Scheiße. Du bist auf. Eli will mit dir reden. Echt? Du siehst scheiße aus. Hey, Mann. Hier ist es nicht sicher. Was geht? Ich kann mehr als Bach schießen. Okay, hier. Alles auf, mein Herz. Da bist du ja. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komm gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert, und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen, und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Jemand sollte mal... Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheatie versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald.
Bitte tu doch was. Was ist wir passiert? Stecken echt in der Scheiße. Bitte Gott, lass mich nicht in diesem Höllenloch versauern. Sie hatten ihre Chance, sich uns anzuschließen. Okay, ich glaube nicht an Zufall. Keine Munition mehr! Geht klar! Ich will nicht in... Danke für die Rettung! Mein Leben fließt von meinen Augen ab. Rette unsere Leute, haben wir einen Stopp. Bitte. Ja, mehr als du dir vorstellen kannst. Wir haben zwei Whitetails am Hawkeye-Tunnel. Thermounterwäsche. Dieser Tag ist echt das Letzte. Hey. Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Wir waren noch mehr. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitetails zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolf's Den zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir.
Bitte! Eli hat überall Kameras angebracht und hier in der Kommandozentrale läuft alles zusammen. Was du dir vorstellen kannst. Jeder passt auf jeden auf. So läuft das bei den Whitetails. Wenn wir einander den Rücken frei halten können. Das ist die Moral. Vielleicht schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, dann krieg ich noch mehr Arbeit. Komm in die Wolf's Den, wenn du so weit bist. Herausragende Arbeit, Deputy. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitetails zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Thank you.
Wade aus dem Fenster. Die Fowler-Brüder werden sich freuen, das Grundstück zurückzukriegen. Könnte sich lohnen, mal rumzufragen, wohin dieser Bear Cheeseburger abgehauen ist. Angeblich ist er ein guter Sektenjäger. Thank you.
du die Irre, die den Peggys den Arsch versohlt? Bist du für die Wahl registriert? Ach, auch egal. Ich brauche gerade andere Hilfe. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses bemitleidenswerte Häufchen Elend da drüben beten? Die Frucht meiner Lenden. Herb Junior, dümmer als ein Kohlenheimer, kommt nach seiner Mutter. Der Dummkopf hat meinen Wahlkampftruck verloren. Nancy, natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals diesem großen Land gedient hat. Wenn diese Obama-liebenden Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Senatsposten wohl abschminken. Nun, da du auf meinem Grund und Boden bist und ich dich nicht erschossen habe, obwohl das mein gutes Recht als stolzer amerikanischer Waffenbesitzer wäre, schuldest du mir was. Hilf dem Schwachkopf, meinen Truck zurückzuholen. Dann kann ich mich endlich wieder auf den Wahlkampf konzentrieren. Junior, hier will dir jemand helfen. Versuch es nicht zu versauen. Ich hoffe, sie kommen bald. Ich spüre meine Knie nicht mehr. Hey, Migo. Hey, also sorry. Ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies Alter und Bro und Mann. Ungeachtet von Vaginalien oder Penilisten. Wow, Déjà-vu, du Mann. Kennen wir uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört. Ich habe eine Standleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Ich schätze, nachdem du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Er ist echt sauer. Aber wenn wir ihn zurückholen, darf ich wieder in meinem Bett schlafen. Und ich sag dir was, es ist echt kalt draußen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjuwelen zu schaffen machen. Komm schon, hilf mir den Truck... Oh, Mist! Mach das nicht alleine. Willkommen, Alte. Schön, dass du wieder da bist, Amigo. Komm schon, hilf mir, den Truck meines alten Herrn zu holen. Tapsen wir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Der ist im Moment schärfer als der schärfste Kettenhund. Der Senatswahlkampf war echt stressig für ihn. Er ist nicht für die Politik gemacht. Weißt du, wie viel er zu tun hat? Der hat noch nicht mal Zeit zum Cutten. Scheiße, Mann, ich hab den ganzen Tag dafür gebetet. Ich hab den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstypen mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Also, ich sag dir mal was, diesen Truck zu holen, wird nicht leicht werden. Dieser bescheuerte Sekte hat den. Ich will aufrichtig zu dir sein. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Es klang nach einer guten Idee. Sie hatten diese ganzen Waffen, Essen und klasse Weiber. Und diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also habe ich gesagt, hey, Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Keine Unzucht treiben, das heißt übrigens kein Fick. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Nein, danke. Ich bin also nichts wie Vector. Aber ich habe bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Der ist seither echt angefressen. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich habe einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Schritt 1, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt, Homie. Schritt 2, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt 3, das weiß ich gerade nicht mehr. Das fällt mir unterwegs schon wieder ein. Verdammt, Keule, du kannst zuhören. Mein alter Herr hört mir nie zu. Deswegen fühle ich mich wohl auch so ungehört. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Seit er kandidiert, meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit, mit meinen Waffen umgehe. Was halt, Mann. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben, um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass.
Alter, hier sind wir richtig. Ich guck auch nicht, versprochen.
Schwierigkeiten. Greif mal in die Kühlbox und guck, ob noch ein paar Feuer unter Marschmacher übrig sind. Für mich und dir, wenn möglich. Das waren nur 5 Schritte. Ich hab garantiert was vergessen. Aber du hast dich gut geschlagen. Ich verrate dir mal was, Mann. Ich gründe gerade meine eigene Sekte. Und du wirst mein erster Herky. So nenne ich meine Schäfchen. Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meinem Cousin Sharky und einem Haufen heißer Bräute, Mann. Wir kippen den ganzen Tag Bier und lassen es einfach nur krachen, Bro. Mich vermisst? Hey, Papa! Papa, sieh dir das an! Nancy ist wieder da! Ich hab sie geholt, dein Sohn! Sieh mich an! Du bist immer als ein Haufen Scheiße! Warte! Warte! Was passiert hier gerade? Ihr seht ja fast ich aus dachte, wie du wärst Zwillinge. Stolz auf mich, Papa! Ich hab geholfen, deinen Truck von den Peggys zu retten und überhaupt... Junior, du hast nur wieder mal bewiesen, dass du nicht auf Sachen aufpassen kannst. Wenigstens was ist noch alles dran. Grüner Erde meinst Na du gut, damit? Deputy, du hast dein Wort gehalten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatssache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, um meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen, damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Deine zweite Aufgabe ist, gib mir Bedenkzeit. Ich geb dir dann Bescheid. Wie geht's denn so, Mann?